Glückwunsch, Jakob Nauck, der Sieger im Speerwurf. Du hast den dritten der U20-WM geschlagen. Wie überrascht bist du darüber? Tja, also ich wusste, dass ich in einer guten Form bin und das hat sich eigentlich im Training schon angedeutet, dass ich hier heute auch wieder weit werfen kann. Ich habe es im Einwerfen gemerkt, dass heute einiges drin ist und hatte dann einen richtig starken Wurf, der bis zum Ende gereicht hat und ja, ich bin echt happy darüber. Richtig stark, das waren 71,31 Meter, auch wieder Bestleistung. In Tampere hast du als Siebter auch eine Bestleistung aufgestellt. Bist du ein Meisterschaftswerfer? Ja, anscheinend bin ich das, ja. Also die Höhepunkte dieser Saison, die liefen wirklich top. Also von daher, ich mag das, wenn ein bisschen Druck da ist und ich mag, wenn ein bisschen Atmosphäre da ist. Ich denke mal, das liegt mir ganz gut und ich konnte mich auch in Finnland schon mit Maurice ein bisschen gegenseitig pushen. Das war auch heute so. Und das hilft mir zumindest persönlich unwahrscheinlich, einfach bis ans Limit zu gehen. Der Einsatz in Tampere in Finnland bei der U20-WM war dein erster internationaler Einsatz. Welche Erfahrungen hast du von dort mitgenommen? Also viele im Wettkampf generell. Einfach diese ganze Atmosphäre, das erste Mal das Deutschland-Trikot zu tragen. Es war schon immer so ein Traum von mir und auch generell mit so vielen Athleten dort rumzulaufen und viele zu sehen, die man sonst vielleicht nur über soziale Medien oder sonst was kennt. Das war schon echt eine klasse Erfahrung. Das Saisonfazit fällt also entsprechend positiv aus. Welche Aufgabenstellung nimmst du fürs kommende Jahr jetzt mit aus diesem Jahr? Also das große Ziel ist natürlich die U23 EM in Schweden. Da wird die Quali allerdings ein bisschen höher sein. Wir müssen mal schauen, wofür das reicht. Ich möchte auf jeden Fall konstant über 70 Meter werfen. Und wieder super in die Saison einsteigen und dann schauen wir, wofür es reicht am Ende. Dafür drücken wir schon jetzt fest die Daumen. Ich danke dir. Danke.